Schau mal, der Wurm hängt dort oben im Bett. Hey, nein. Sobald die Kamera nur läuft, hau ich dir rein in die Fresse. Die Wow, da sieht es doch super aus zum Fischen. Du hast ja keine Ahnung. Also, keine Ahnung, nein. Warum, warum gehen wir überhaupt fischen? Wir können das Interview irgendwo machen. Nein, mein Chef hat gesagt, ich müsse mal ein bisschen gefordert werden. Ich soll mal aus dem Büro raus und mal ein Interview führen, wo ich vielleicht ein bisschen Mühe habe. Allerdings muss ich auch sagen, Musst schauen, es gibt schon noch ein bisschen Zug. Wasser ist nicht mein Element. Ja, es gibt ein bisschen Zug. Bist du schon mal fischen? Im Meer bin ich schon 2-3 Mal. Ah, sicher? Ich habe einfach gerne Ruten in den Händen. Also gut. Schau jetzt hier. Also willst du zuerst ausrühren? Gut. Am besten wäre dort oben, so unter einem Stein. Jawohl. Oh, jetzt ist ein bisschen zu früh los, der Finger. Warte jetzt. Ich glaube, es beißt schon einen an. Jetzt ist mir gerade der Film in den Sinn gekommen, aus der Mitte entspringt ein Fuss. Wir sind so ein bisschen der... Wir sehen ein bisschen aus wie der Brad Pitt. Aber schon ein bisschen. Ja, das ist jetzt, schon. Also, das ist jetzt auch alt geworden. Wenn ich hier meine Angel rauswerfe. Hey, das war sau gut gewesen. Sicher jetzt? Ja, die ist sau. Wieder reindrücken. Oh. Was? Habe ich nicht gut gemacht? Doch. Weil es ist eigentlich dein grösster Fisch, den du in deinem Leben gefangen hast? Ich habe mal einen Thunfisch. Ah, nein. Der grösste, den ich gefangen habe, war tatsächlich mit einem Manu, 1,10 Meter langen Lachs. Hey, ich meine im übertreibenden Sinn. Der grösste. Ja, mein Mann natürlich. Der Michi? Ja, 1,83. Genau. 72. Sind wir immer noch geheiratet? Ja. Hast du etwas anderes gehört? Ich weiss nicht. Ich weiss, in der heutigen Zeit ist ein wenig alles. Aha. Über 50% Scheidungen. Nein, ja. Sind Sie glücklich? Ja. Es ist auch weißt du, ein Vorwärts gekommen. Nein, ich hoffe, du hast das auch. Ich habe kein Problem mit meiner Frau. Nie? Wir haben nie einen Streit. Ah, es geht nie um Kind. Du bist ein Säckel. Ah, ja. Du lügst. Ja, ich lüge. Ja. Ich lüge. Nein, ist ja klar, es ist ja nicht immer so einfach. Nein, und weißt jetzt, ich bin ein Mensch, ich schaue gerne an, weißt du? Oh, das ist sau gut. Super. Gerade sichern wieder und ziehen. Und was heisst, du bist ein Mensch, der gerne anschaut? Ich habe fast nichts unter dem Teppich, auch bei dem Manu nicht. Und das gibt mehr Auseinandersetzungen. Also hast du kein Geheimnis, du tust nicht lügen? Ich bin bemüht, nicht zu lügen und ich versuche nicht. Du kannst mich fragen, was du willst, ich sag's. Weil was bringt mir das, wenn ich... Hey, ich sag dir im Fall jetzt... Nein, musst du jetzt ganz im Ernst, wenn da ist im Fall jetzt etwas, sorry. Nein, das ist nichts, das hat sich verheddert. Nein, das ist nicht verheddert, es ist ja... Schau mal, wie es spannend und es ist ja vorne. Schande. Jetzt also, bist du bereit? Schau jetzt. Nein, schau mal. Ich habe einen Fisch dran und du laufst aufwärts. Ich habe sehr viel schwere, ziehbare Kinder gehabt mir in der Klasse, aber so einen habe ich nie gehabt. Komm, einfach ein bisschen auflaufen, ein bisschen gegen den Ström. Ich bin stark, du weißt. Mir darf nichts passieren. Ja, schau, jetzt müsste ich es dann ein bisschen nachlassen und jetzt müsste ich es dann eigentlich wieder gehen. Hey, krass. Schau jetzt. Gut. Tipptopp. Super. Auf die Plätze, fertig. Los. Nein, du bist so ein hure Plotsch. Sicher? Ja, was willst du Vögel fangen da? Du. Aber die Angel. Schau mal, der Wurm hängt dort oben im Bett. Ja, aber so, jetzt mal ganz im Ernst. Die Angel ist an einem Ausgleich. Du gibst den Angler schuld. Du gibst den Angler schuld. Nicht nur, aber auch. Das System ist nicht ausgleich. Sollen wir. Wechsel machen. Ja, gern. Wenn das nachher heisst, ich habe im Baum geschossen. So. Das Problem ist, dass die, weißt du, vom Kanton Zug, Bäume nicht super geschnitten haben. Ja, das ist es. Ich zahle ja Steuern hier. Ja, aber zu wenig anscheinend. Das ist Kanton Zürich, da ist Zug. Schau mal, wie die Bäume geschnitten sind. Sauberer Putz und da Zürich. Und so entdeckt man eben überall immer Behördenunfug. Und das ist Behördenunfug. Ja, bringt das einmal in dieser Zeitung. Jawohl, dann bringt er mal. Kann ich? Ja,
Du kannst, aber du hast nicht nochmal auf nein, nein, nein. Schön! Jonny, wie ist das eigentlich als Komiker, gell? Ja. Da hat man ja sehr viel Zeit und sehr viel Geld. Ja, ja. Also, das war noch keine Frage. Moll, es ist jetzt gut sein, die entscheidende Frage. Wenn du so viel schaffst, dann bist du auch wahnsinnig reich. Ja, also wir haben angefangen und haben am Anfang gesagt, wir werden in 2 Jahren gleich viel verdienen, wie wir als Lehrer verdient haben. Und haben nach 2 Jahren schon mehr verdient als Lehrer. Und das hat noch zugenommen nachher. Aber ist auch gut, oder? Ja, das ist ein Privileg. Jetzt haben wir gerade 2,5 Jahre nicht verdient, aber jetzt ist wieder gut. Sie! Haben Sie ein Säge dabei? Dürfen Sie da den Ast absägen? Wir haben schon eben. Das ist der. Das ist ein Dämme, es hat eben zu viel. Der Naturaufseher vom Kanton Zug ist das. Das ist mein Arsch. Ja, wo? Zu Aristen an den Fußgänger. Da könnte noch einer sein. Mo, das ist sicher. Sie machen sie nicht kaputt. Bravo! Schön! Jetzt. Ich habe von Anfang an gesagt, mit dem Fischer, das ist nichts. Lalalala, schau jetzt! Du machst es! Tipptopp! Du musst nur noch ein bisschen nachgeben, dann ist es gut! Ja, du! Nein, du bist ein endloser Klugscheisser! Nein! Ist doch gut! So, jetzt kannst du es! Gut, Johnny! Hey, nein! Sobald die Kamera nicht mehr läuft, hau ich dir rein in die Fresse! Ja, wieso? Ich tue dich motivieren! Ah, ja, ja! Ja, hast du es ja bis jetzt nicht geschafft? Nein! Dann machen wir vorne! Nein, das finde ich ein Sinnerlitsch. Wenn einer auf das Tür kann fischen. Nein, nicht. Du bist ein Pfeife. Du bist ein riesen Pfeife. Ich gehe heim. Ciao. So, jetzt kommst du mir ins zweite zurück. Ui. Passend auf deine Lüge. Jetzt ist es da, jetzt ist es nur die Hure zu. Ja, ich merke es gerade. Nein, was? Schau. Also, komm. Vorsicht, das ist gut. Es sieht halt nicht so elegant aus wie mit Brad Pitt. Aber endlich, oder? Ist es nicht? Ja, wenigstens ja. Vorhin. Das Altersheim Sonnenbühl. So. Das Problem sind eben die Steine, die sind ja, aber ungleichmäßig. Nein, die Steine haben sie ungleichmäßig platziert, die Düble. Das ist auch so etwas. Weißt du? Ja, das ist einfach zu. Die ja, haben aber gleich, ja. Gleiche Steine da rein. Jetzt gehen wir noch ein schönes Forellenfilet kaufen. Hey. Essen. Das war auch schön. Ja, ich habe es gut gefunden mit dir, auch wenn es nicht passt. Wir haben so viel gelernt. Wir haben so viel gelernt. Ja, super. Ja, schön. Ja, bravo. Schön. Merci vielmals für alles. Ja, danke. Nein, dir. Das ist also toll. Das ist eine gute Sache. Das beste Interview von ja, das ist also toll.